Die DDR boykottiert die Spiele von Los Angeles. Ich habe vor Wut 1984 dort allen gezeigt, dass ich eigentlich der Beste war. Der Olympiasieg ging mit 10,5 weg. Damals bin ich ja 1984 schon 9,98 Sekunden gefahren als erster Mensch unter 10 Sekunden. Und das war einfach die schwärzeste Stunde meines ganzen Lebens, kann ich eigentlich sagen. 1988 in Seoul setzt er sein Können erneut unter Beweis und holt zum zweiten Mal olympisches Gold. Habe ich genossen. Ich war besser, war mental gut drauf und habe mich darauf gefreut und hat gepasst. Sein Olympiarad begleitet ihn auch heute. Es hat einen Ehrenplatz in dem Fahrradgeschäft, das Lutz Heßlich seit 1990 führt.